Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Cole von Eternal Gaming und ich habe ein weiteres Video für euch zu The Texas Chainsaw Massacre, denn in diesem Video habe ich einen kleinen Tipp für euch, was die Fertigkeitsbäume angeht. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, was für einen Tipp ich anzubieten habe. Zuletzt habe ich ein Video hochgeladen, wo es darum geht, die Konnektivität zwischen Xbox Old Gen und Xbox Next Gen herzustellen, wie ihr da zusammen zocken könnt. Das Video ist auf meinem Kanal verlinkt. Schaut euch das gerne nochmal an, dann kriegt ihr da auch die Lösung, wie das dann bei euch mal klappen sollte, denn da bestehen einige Unklarheiten. Selbst der Entwickler weiß nicht ganz recht Bescheid, wie es aussieht. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. In diesem Video geht es um die Fertigkeitsbäume und da war die Maus ein bisschen zu schnell. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal den Charakter Conny auswähle und das Vollbild, dann sieht das bei euch wahrscheinlich so aus, ihr könnt euch nicht entscheiden, gehen wir links lang, gehen wir rechts lang, gehen wir oben lang. Überall ist ja alles noch unaufgedeckt und ihr wisst dann auch da nicht, was links und rechts ist. Das könnt ihr ganz einfach beheben, indem ihr alle eure Fertigkeitspunkte, die könnt ihr auch immer wieder kostenlos zurücksetzen, euch mal aufspart. Und so wie ich hier, ich blende euch mal die Ana ein, bei der habe ich das schon gemacht. Und dann sieht das ungefähr so aus, wenn ihr alles entdeckt habt, alles freischaltet, ihr könnt euch entscheiden, wo ist euer bester Pfad, wo sind die besten Fertigkeiten für euren Charakter. Und wie ihr das erreichen könnt, ist relativ simpel. Hebt euer ganzes Punkt auf und gebt diese alle auf einen Pfad aus. So wie ich jetzt hier gemacht habe, ich bin komplett rechts lang gegangen. Hab mich dann hier für den rechten Weg entschieden. Und auch hier wieder die Wegdarstellung. Ihr seht ja schon, der linke ist dann gesperrt, da könnt ihr dann nichts mehr machen. Das heißt, der würde dann erstmal noch unentdeckt bleiben. Aber ihr könnt halt den Weg folgen, bis oben hin, bis ihr an die Spitze angekommen seid. Dann geht ihr einfach wieder auf Y oder bei PlayStation aufs Dreieck, resettet eure Punkte und fangt nochmal von vorne an. Und das wiederholt ihr so lange, bis ihr wirklich jeden Pfad von links nach rechts freigeschaltet habt und erst danach könnt ihr final eure Punkte so einteilen für die Fertigkeiten, die ihr braucht. Sagen wir mal, ihr braucht unbedingt die Heimlichkeit auf Stufe 3 erhöht, bei Level 1 oder auf Level 3 um 7 Stufen erhöht. Dann müsst ihr hier rechts lang gehen, wisst sofort Bescheid. Auch die Fragezeichen-Dinger, die zufällig was auswählen, sind bei mir in meinen Testläufen immer so rausgekommen, dass meistens immer dasselbe dabei war. Das könnt ihr euch also auch ganz easy merken. Und so einfach geht das. Ich kann euch das auch gerne mal, da war ein B zu viel, kann euch das gerne mal auch bei der Familie zeigen. Hier Leatherface, den Fertigkeitsbaum, wieder auf Vollbild. Und ihr seht, ich habe hier alles offen. Ich weiß, aha, hier oben rechts, da gibt es hier heute noch, der Ausdauerverbrauch beim Sprint wird um 20% verringert. Eine Fähigkeit für unseren Grandfather oder auch hier Großvater in Fahrt. Die Zeit zwischen Großvaters zu nahen Pulsen wird mit jedem Level um 20% verringert. Das habe ich jetzt hier alles entdeckt, freigeschaltet. Sehe aber gerade, dass hier unten noch ein Pfad übersehen wurde. Aber so wie es aussieht, führt er eben nur nach links und rechts zu den bereits offenen Fertigkeiten. Also da gibt es keinen Zwischenpunkt mehr. Von daher nicht relevant. Aber so einfach geht das, einfach Fähigkeiten aufsparen. Dann straight einen Weg aussuchen, den ihr euch freischalten möchtet. Bis oben hindurch, Punkte resetten und dasselbe Spiel nochmal auf den anderen Pfad wiederholen. Easy peasy, schon ist alles sichtbar und das bleibt auch sichtbar. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Tipp gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, macht Kommentare drunter, denkt aber an den Netiquette, immer schön positiv bleiben. Ein Follow tut auch niemandem weh, ist kostenlos, deswegen macht gerne mal ein Follow bei Twitch, bei YouTube rein. Die Links dazu, zu Twitch zum Beispiel, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Mehr habe ich hier nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, egal auf welcher Seite. Und bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl. Ich bin's, euer Cole. Ciao, ciao.